Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kunterbunten. Aua, das tut ja weh in die Ohren. Ja, wir haben aktuell ein bisschen Videostau, deswegen ist das irgendwie so ein bisschen seltsam mit den kunterbunten Vlogs, weil irgendwie andere Videos noch rauskommen. Ach, Leute, wir haben einfach so viele Videos. Wir sind auf dem Weg wieder zum Europapark, um noch mehr Videos für euch zu produzieren. Wir sind auf dem Autostau. Ja, wir sind auf einer Landstraße und fahren mit Baustelle. Landstraße, Baustelle 60. Punkt. Wir haben wieder einige Videoideen. Wir wollen auch die Videoreihe mit den Alternativhotels im Europapark weiterführen. Da haben wir heute nämlich wieder ein neues Alternativhotel. Wir haben den 15. Aufenthalt, kriegen wir jetzt voll. Oh mein Gott, das bedeutet Spare, sparen, sparen. Das heißt, ab jetzt ist jeder 10. Aufenthalt im Europapark geschenkt. Woo! Und noch andere Features kriegen wir. Darüber wird es auch ein separates Video geben. Wir haben eine ganze Videoliste im Rucksack. Und wir sind diesmal auch alleine im Park. Gell? Keine Family am Start, keine Leute, die wir kennen. Oh, das ist eigentlich schon voll traurig. Ich dachte schon so, mein Gott, wir sind alleine. Aber wer weiß, wie wir dann treffen. Vielleicht ist ja einer von euch da. Man weiß. Das kann ja logisch sein. Aber umso besser, desto mehr Videos können wir drehen. Ja, für die Videos ist es gut. Für den Fun-Faktor ist natürlich die anderen. Soll das heißen, du hast mit mir keinen Spaß? Doch, na klar. Aber ich finde es trotzdem mit mir. Keine Ahnung. Ja, es ist immer cool mit vielen Leuten. Aber hat Vor- und Nachteile immer. Ist ja an den Hotel angekommen. Unsere Reihe soll ja weitergehen. Heute haben wir das Babylon Hotel und dahinter sind noch mehr Hotels, die wir ausprobieren wollen irgendwann in Zukunft. Da ist nämlich auch noch eins. Das hatte ich heute eigentlich als erstes gesehen. Das sah richtig cool aus. Ja, aber der Preis war ein bisschen hoch für so spontan. Haben wir gedacht, so nie. Und da ist die Tankstelle auch wieder und da ist das Holiday Express Inn. Darüber haben wir ja schon ein Video gemacht. Holiday Inn Express, ja. Und jetzt fangen wir mal den Vlog über das Hotel an. Hotel Babylon Hotel. Genau. Die Roomtour ist zu Ende gedreht. Jetzt chillen wir hier noch ein bisschen im grünen Saal und werden auch das Q&A starten, was wir auf Instagram ja aufgerufen haben. Stellt uns Fragen und da sind einige zusammengekommen und darüber wird es dadurch auch ein separates Video geben über das Q&A. Und ja, Hotelvideo müsst ihr auch unbedingt mal vorbeischauen. Alternativhotel Europapark. Hier im Kunterbunten Vlog. Eigentlich wollten wir ein Q&A drehen. Eigentlich wollten wir lecker essen gehen. Und dann war jemand live. Und jetzt gehen wir zu Donix. Und ja, zu Alex und zu Jessie. Das war jetzt alles sehr spontan. Aber naja, gut, die mögen Spontanität. Und jetzt wird das mit dem Q&A wieder sich sehr nachhinein. Ich habe wieder den Stress, gell? Ich habe schon so 1000 Videoprojekte auf der SD-Karte. Es wird irgendwie was. Ja, das ist aber irgendwie, das Leben ist ja schön, wenn es so spontan ist, oder? Das stimmt. Das ist das Schönste. Also auf. War jetzt gerade noch spontan, also eigentlich wollten wir das Q&A ja gedreht haben. So, dann war aber die Jessie und Alex live auf Instagram und dann haben wir gesagt, ja, man riecht schon euer Essen, wir sind ja in der Nähe und dann hat es sich letztendlich ergeben, dass wir doch noch spontan bei denen vorbeigekommen sind. War richtig cool, also wir hatten wirklich noch einen sehr, sehr schönen Abend, wollten eigentlich eine Stunde bleiben. Ich glaube, dann sind wir dann doch, ich glaube, fast 3 Stunden geblieben oder so. War auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Grüße an euch nochmal an dieser Stelle. Wir sind auf jeden Fall nochmal wieder im Hotel angekommen, drehen dann das Q&A einfach morgen weiter und haben morgen echt einiges auf unserer To-Do-Liste. Wir sind auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt, freue mich auf den Tag morgen und wir werden jetzt schlafen gehen. Gute Nacht und für euch geht es eigentlich direkt bestimmt mal kurz weiter. Neuer Tag. Wir sind jetzt auf dem Bellrock-Parkplatz gerade. Oh, es war gerade eine Katastrophe. Alles ist voll. Ja, es ist hohe Auslastung hier in den Hotels wieder. Und wir wollen auf jeden Fall noch mehrere Videos drehen heute im Europapark. Ja. Zum Beispiel ein Video Sachen, die wir noch nie gefahren sind. Man glaubt es zwar kaum, aber wir haben wirklich noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gefahren sind. Und es gibt auch Sachen, die wir noch nicht gegessen haben. Ja, auch der Wahnsinn. Und auf jeden Fall wollen wir, auf jeden Fall wollen wir die Videos drehen. Wir werden gerade alle beobachtet beim Vlog. Ja, wir müssen mal drehen. Wahnsinn.
oder vernachlässigen wir den Kutterbunten hier wieder voll im Europapark. Aber du sagst, wie spät haben wir es? Halb zwei? Halb zwei, ja, so um den Dreh. Und wir haben das erste Video schon abgedreht, und zwar das Attraktion, was wir noch nicht gemacht haben, fertig. Und jetzt haben wir Hunger bekommen und jetzt essen wir uns durch den Tag durch, oder? Ja, genau. Das nächste Video heißt nämlich Sachen, die wir noch nie gegessen haben im Europapark. Also ein Teil. Es ist bestimmt gut, auch zwei Teile zu drehen, weil wir einiges noch nicht gegessen haben, aber zumindest so ausschlaggebende Snacks und Restaurants, die wir noch nicht gemacht haben. Ich hoffe, du hast ein bisschen Platz. Frühstück ist ja schon ein bisschen länger her. Ich hab Hunger. Und dann geht's auch in die Essensschlacht hier im Europapark. Food-Video gerade angefangen. Vivi hat sogar noch ein Getränk in der Hand. Und ja, ihr müsst einfach vorbeischauen. Also der Anfang war schon direkt ein Fail. Und wir müssen aber jetzt uns ein bisschen sputen zu Blue Fire, weil wir haben uns noch ein Zeitticket geholt über dieses Virtual Line. Und das hat diesmal auch einigermaßen gut geklappt. Am Anfang hatten wir ein paar Probleme, weil irgendwie 10 Karten da drin waren in unserer App. Da habe ich erst manuell eingetippt, dann hat es funktioniert, aber es war irgendwie ein bisschen komisch. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit und dann müssen wir Blue Fire fahren. Und wir sind am Anfang des Parks und Blue Fire ist am Ende des Parks. Hilfe! Boah, wir mussten uns jetzt gerade ein bisschen beeilen, aber wir haben es geschafft, oder? Ja. Eine Minute noch. Ja, ungefähr. Ja, die haben ja schon bei Piraten in Batavia das Virtual Line System ein bisschen geändert, dass es jetzt quasi so Boxen gibt, wo man die Handys vorhält. Voll gut. Und das haben sie jetzt hier bei Blue Fire auch gemacht. Und ich glaube, das wird bei allen anderen Coastern oder Virtual Lines jetzt auch so sein. Ja. Es ist warm, ne, in der Sonne. Hammer. Also ist schon vorteilhaft, so wenn man jetzt nicht unbedingt Attraktionen fahren möchte, macht das schon Sinn, gell? Ja, das stimmt. Der Virtual Line hat es vorhin richtig gut geklappt. Wir sind super schnell dran gegangen. Wir konnten eigentlich so durchlaufen und sind direkt eingestiegen. Normalerweise ist es halt bei 35 Minuten. Man muss aber wohl sagen, der hat auch einen ganzen Zug voller Virtual Line Leute genommen. Also warten muss man da definitiv nicht lange. Wir haben jetzt ja vielleicht 2-3 Stunden gewartet, bis wir dran gegangen sind, aber zwischendurch kann man halt noch super viele andere Dinge machen. Genau, wir gehen jetzt nochmal, glaube ich, zum Anfang zurück und werden uns irgendwas Erfrischendes zu trinken holen. Wir wieder im Zimmer, haben den Tag im Park verbracht und haben das ein oder andere Video gedreht. Haben sogar noch das geschafft, auf die Bohlenbar zu gehen. Aber wir haben die Kamera da gelassen. Wir waren auch noch im Pool, oder? Mhm. Und im Pool, was kann man da Schönes machen im Bellrock? Saufen! Yeah! Deswegen haben wir auch einen Test. Ja, aber nice. Das ist halt richtig cool. Es gibt im Bellrock eine Poolbar und dann könnt ihr euch quasi mit den Getränken in den Pool reinlegen und dann noch das ein oder andere Getränk schlabonieren. Und das ist sehr erfrischend, weil der Pool, der war richtig heiß. So. 28 Grad Temperatur. War schon angenehme Wärme. Wir werden jetzt gleich noch eine Kleinigkeit essen hier irgendwo. Mal schauen, wohin es uns zieht. Wir haben nicht reserviert. Das ist meistens ein Fehler, aber wir sind halt immer spontan. Da passt man in der Pizzeria ja auch noch einen Platz. Deswegen, eigentlich haben wir da mal gute Erfahrungen. Und Q&A müssen wir auch noch drehen. Mhm. Haben wir gestern nicht geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Und mal schauen. Weißt du, der kunterbunte Vlog ist ja immer kunter. Ah, gucken wir mal, ob wir euch gleich noch mit zum Essen nehmen. Wir sollten mal mit einem Duett zusammen singen, Kevin. Du willst ein Duett singen? Ja, du wurdest gesagt, wir sollen auch mal ein Duett zusammen singen. Oh je. Wir singen kein Duett zusammen. Nein. Wir sind ja auch gar nicht zusammen. Sondern wir sind nur ein Duett. Wir sind nur ein Duett. Oh je, das gibt Spekulationen in den Kommentaren. Gestern Abend haben wir gar nicht mehr gevloggt. Wir haben noch zwei Zuschauer getroffen. Und mit denen waren wir noch lecker Pizza essen. Der reine Wahnsinn. Vivi macht sich hier schon fertig. Stress! Und die eine oder andere Q&A-Frage haben wir auch noch beantwortet. Wobei wir heute noch ein paar Q&A-Fragen beantworten werden, weil wir es nicht geschafft haben. Und wir müssen noch was fürs Essensvideo drehen, weil irgendwie ist die Zeit dann doch zu kurz. Wir hatten eigentlich noch eine richtig coole, interaktive, andere Video-Idee. Aber das die verschieben wir einfach. Oder werden wir im anderen Freizeitpark mal ausprobieren und dann kann man dies ja hier auch nochmal machen. So, du bist ready? Nein. Wir haben wieder relativ spät Frühstückszeiten. Wie spät haben wir es jetzt? 9:05 Uhr, in 10 Minuten das Frühstück. Relativ spät Frühstückszeiten, wir genießen einfach die Zeit im Hotel dann noch. Und dann geht es uns später nochmal ein bisschen in den Park und ja. Ist immer schade, geht immer so schnell vorbei und am Ende denkt man sich so, ah das und das hätte man noch machen können. Und dann hat man die ganzen Sachen doch nicht geschafft. Q&A haben wir heute zu Ende gedreht. Vivi macht noch ein paar schöne Fotos für Instagram, damit wir dann noch ein paar Fotos haben. Und ja, der Tag neigt sich leider wieder zum Ende, bald müssen wir fahren. Und es ist immer so schade, aber das habe ich ja vorhin schon erzählt, Vivi. Oh
länger. 4, 5, 6, 7, 8, 30 Tage. Naja. Ja, wir haben mittlerweile den Park verlassen, leider schon, sind nochmal eine Runde Piraten im Tartarwehr gefahren. Und es ist alles ein bisschen stimmiger geworden. Also auch der Content, der Mediencontent ist ein bisschen flüssiger. Und wir haben auch die eine oder andere Sache neu entdeckt. Ja, aber man muss wohl sagen, ich glaube, da passiert noch mehr. Ja, ich glaube, es wird noch ein bisschen stimmiger. Die arbeiten dran, das ist schon ziemlich nice. So, jetzt sitzen wir wieder im Grüner Saar und diesmal kriegt die Vivi hoffentlich was zu essen, gell? Ja, ich möchte mein eigenes Kartoffelbrot haben. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber jetzt kriege ich das. Ja, wir haben super gut gegessen hier, ja, gerade, oder? Kartoffelbrot war sehr lecker. Ja, ich will hier bleiben. Mein Hotdog war mega lang, viel zu viel ein bisschen. Mega lange Hotdog, du. Woo! Und ja. Ganz viele Pommes hast du auch noch gehabt. Ne? Ich finde das Ambiente ist halt hier schon echt richtig cool mit der Live-Musik und so. Das gibt es halt in anderen Park-Resorts sehr selten. Ja, gar nicht fast. Also ich habe es nur noch hier so gesehen, ne? Ja, wenn man rüber zur Asianight schaut damals, gab es da schon Live-Musik. Ja, aber jetzt ist schon schön. Schön. Mit der Atmosphäre, das passt halt einfach alles. Ja, wir müssen leider abreisen. Ja, kommen wir nach Hause, ne? Leider. Komm, wenn ich mich ausfange, an windig zu werden, ich sehe auch, ein Sturm kommt auf. Und ja, es war heute noch Gewitter. Ja. Bei uns in Aachen ist das Wetter auch nicht so doll, habe ich gesehen. Ja, Gewitter und Regen. Das war der kunterbunte Vlog aus dem Europapark. Europapark Edition könnte man schon fast sagen, weil wir haben uns ja nur im Europapark aufgehalten. Habt ihr ein Video verpasst? Überhaupt kein Problem. Dann schaut doch einfach mal oben im i vorbei. Da haben wir euch alle Videos verlinkt, die schon online sind und die wir vor Ort produziert haben. Meine Güte, im Moment sehr Europapark-lastig. Das wird sich vielleicht auch wieder ein bisschen ändern. Aber das ist für uns halt im Moment die einfachste Möglichkeit, weil da unsere Jahreskarte noch gültig ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß auf YouTube. Gebt doch mal ein bisschen Feedback davon ab, ob ihr so eine Art von kunterbunten Vlog mögt, weil das war jetzt ja nur Europapark an mehreren Tagen. Vielleicht halten wir das auch bei. Und ja, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Euch noch viel Spaß hier auf YouTube. Bis dann, Henne. Tschüss.